Hallo und willkommen zurück zu Shandinias Let's Plays und World of Warcraft. Wir sind in Argos unterwegs, sind gerade auf der Windica, unserem Luftschiff, und hatten zuletzt in Macquarie mit einem Traumjäger gegen die Leere gekämpft. Hier hinten beim Schattenvorstoß und haben jetzt ein weiteres Artefakt mit einem Meterspiegel. Genau, hier wollte ich mal reingucken. Beliebt bei der Armee des Lichts, um die Moral zu stärken. So, das mache ich aber erstmal. Möge die Herrschaft der Legion enden. Verzaubert 200 Intelligenz. Intelligenz, da fehlen mir Leichsplitter, okay. Kann ich nicht? Leichsplitter, genau. Nee. Aus Chaos-Splittern kriege ich Leichsplitter, so rum. Gib mir nur leider kein Dings. Doch. So, Wort der Intelligenz. Halt. Bindung der Intelligenz. Gibt sogar noch Energie, das ist halt cool. Erfahrung. Bei eins habe ich bei diesem Auto noch gar nicht gemacht. Ich habe mich noch gar nicht um meine Berufe gekümmert. Das habe ich sonst immer. Das war immer eins der ersten Dinge, die ich gemacht habe. So. Jetzt kann ich mich bei den jeweiligen schon entscheiden. Passiv. Euer Schaden verursachende Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance von 60 bis 300. 1000 Schattenschaden zu versuchen und euch um 60 bis 300.000 zu heilen. Das klingt sehr cool. So, natürlich haben wir eine Chance. Zusätzlich 101 heiligen Schaden. Nee, benutze ich nicht. Wird andere Pfade für euch sperren und kann nicht rückgängig gemacht werden. Erhöht den von Schaden bei Todfokus und Schaden um 16%. Das ist ja krass. Dauer von Schattengeist um 18 Sekunden ist auch nicht wenig. 30 Sekunden lang, 18 mehr. Das ist schon 30%. So, hier das gleiche. Aber hier ist eine neue Fähigkeit. Den Gedankenschlag verursacht einen Schaden um 20%. So, und hier oben. Setzt ein ungesockeltes Relikt ein. So, was steht denn hier? Blutstein. Blutiges Artefakt. Finsternis. Finsternis. Okay, dann weiß ich ja, was ich kaufen muss. Sollen wir zum Geschäft kommen? Ich kaufe ein Finsternis. Garnisonsmonument. So, und das könnte ich jetzt hier einsetzen. Aber es macht eher Sinn, das erstmal hier reinzusetzen. Weil das waren 20, 30 Stufen. Meter Schattenschaden, geile Sache. Also Splash Damage. So, ich habe aber immer noch über 1000. Ich könnte mir entweder noch ein Artefakt tun oder hier was reinsetzen. Artefakt Boni Vorschau. Setzt ein. Ach so, damit kann ich es wahrscheinlich nur reinpacken und dann sehe ich, welche Werte, welche Boni ich dann kriege.
So, aber das ist erstmal ganz cool, dass ich hier was drin habe. Ich glaube, mit dem Rest warte ich erstmal. So viel Potenzial verschwendet auf einen verlorenen Kreuzzug. So, wo muss ich hin? Oh, das ist ein Dungeon. Besiegt Lura, das Wappen des Wissens. Sitz des Triumvirats. Sitz des Triumvirats, okay. Hoffe ich doch mal, dass das nicht so lange dauert. So, in der Zwischenzeit hatte ich hier noch irgendwelche anderen Quests offen. Invasionspunkte. Gold brauche ich eigentlich auch nicht. Ohrensressourcen würde ich nicht unbedingt danach suchen. So, Handwerksmaterialien. Hier ist auf jeden Fall noch was. Ich lasse es mal. Was haben wir hier noch? Das ist meine Quest. Gibt nur noch die Invasionspunkte ansonsten. Armee des Lichts. Hier hinten war ich noch gar nicht. Ich bin nur an der Hauptquest-Story bisher gewesen. Und hier geht es da vielleicht auch noch weiter. Ah, ich glaube nicht. Okay, das heißt, wir haben hier eine Weltquest, die interessant wäre. Und hier was anderes, was man mal erkunden könnte. Ich leihe euch meine Stärke. Was ist denn hier? So. Der Kamm östlich der Festung ist mit Waffen von einem früheren Angriff übersät. Wenn es euch gelingt, sie zu bergen, würde uns das bei unseren Kriegsanstrengungen helfen. Dieses? Ja. Echt jetzt? Aber mit diesem Netherlichtiegel haben sie da schon was reingebracht, was einen dazu bringt. Beugt euch den Armeen des Meisters! Weiter Artefakte nachzusammeln. Das ist nicht mehr wenig. Bei R steigt das Ganze exponentiell. Ich frage mich, seit wann diese Lerngestalt heilt.
Das Licht umgibt euch. Lasst euch von seiner Macht erfüllen. Diese Waffen können wir gut gebrauchen. Vielen Dank für eure Hilfe. Schultern, bei mir ist Plündern drauf. Von 5. Immerhin bin ich jetzt bei über 900. So, das heißt, wenn ich jetzt aber eine Dungeon Quest habe, um bei der Hauptstory weiterzukommen, dann wird danach bestimmt auch ein Raid kommen noch, LFR. Was ist das denn? So, na dann habe ich jetzt die Zeit drüber zu gucken. Wo war das? Hier, glaube ich. Ich habe keine Zeit für Mumpitz. Vier Stunden und fünf Tage. Azeroth darf nicht fallen. Zehn Minuten, das ist echt lang. Vielleicht sollte ich wirklich mal das Dings wieder reinnehmen. Das Lichtteil. So, ist die Frage, bin ich hier richtig? Ist vermutlich da hoch. Das ist doch das Schiff. Das andere. Verstärkung des verhüllten Lagers. Das verhüllte Lager. Schauen wir mal. Ansonsten machen wir eine Invasion oder erkunden ein bisschen.
Verwitterte Kiste. Da man hier nicht fliegen kann, muss man für sowas hier ganz schön klettern und von den richtigen Seiten kommen. Und nun, jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder was? Wow, das war knapp. Das war richtig knapp. Kann doch nicht sein, dass ich hier dann nicht wieder wegkomme. Okay, aber ich sehe auch gerade, wir sind schon längst wieder über der Zeit. Deswegen mache ich erstmal eine Pause.